Hello und welcome back zu einem neuen Video von uns. Ihr seht uns zurzeit sehr oft. Wir ignorieren den Wasserkocher im Hintergrund. Auf jeden Fall darf ich heute einen Tag das Essen von der Maus hier bestimmen. Ich habe Angst. Angst, du bist böse. Ihr werdet sehen. Die Maus ist wieder zurück. Die war nämlich die ganze Woche weg. Und heute drehen wir das Video, habt ihr auch schon im Intro gesehen. Ich entscheide einen Tag, was Yannick isst und Yannick entscheidet einen Tag, was ich esse. Aber es werden auf jeden Fall zwei Teile. Welcher als erstes online kommt, keine Ahnung, seht ihr dann hier, der es hier gerade geworden ist. Und yes, ich mache jetzt gleich mal sein Frühstück. Bin gespannt. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Bin ich nett oder bin ich böse? So, jetzt bin ich jetzt einfach mal in der Küche. Ich habe, oh mein Gott, meine Mascara. Ich habe entschieden, was ich jetzt zum Frühstück mache. Und zwar eine Single Serving Cinnamon Roll. Und ja, ich filme jetzt die Zubereitung nicht mit, weil ich das gleiche filmen will. Also filmen für meinen Insta-Account. Und ich sehe dann das Endergebnis. Ich habe mich für so eine Single Serving Cinnamon Roll entschieden, habe ich ja schon gesagt. Und ich habe es jetzt mal hier reingemacht. In die heiße Fritteuse. Auch aus der Küche, weil Yannick jetzt meins machen will. So, sieht die jetzt aus. Ist ein bisschen dunkel geworden. Und dazu kriegt er noch eine High-Protein-Müller-Milch. Die liebt er nämlich und die habe ich tatsächlich im Angebot gekauft. Und ja, ich glaube, da freut er sich. So, das ist mein Frühstück. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich habe es euch schon gezeigt. Ich habe es auch gefilmt für Insta. Es riecht nach Zimt, oder? Ja, du weißt nicht, was es ist. Also probier mal und sag. Voll geil. Ist ein bisschen dunkel geworden. So knusprig. Schmeckt man das bisschen? Ist so eine Zimtschnecke, oder? Ja, in so einer Schüssel. Sehr lecker, wirklich. Das ist eine nächste Entdeckung hier. Das ist die Müllermilch. Voll nice. Vanille ist auch mein Lieblingsgeschmack. Wusste ich nicht, aber es welche? Gab kein. Nein, ich wusste nicht, welche du am liebsten magst. Es gab keine andere. Ist sehr gut. Vanille. Das ist auf jeden Fall sehr gnädig. Das war nett. Ja. Vielleicht sind wir heute auch nicht nett, aber ich habe immer Angst, wenn ich nicht nett bin, dass er dann auch nicht nett ist. Und am Ende bekomme ich auch was Ekliges. Also doppelt zurück. Genau. Boah, ich sehe halt so schlimm aus. Wir fahren aber später auch in die Therme. Also habe ich jetzt gerade auch nicht eingesehen, mich gerade noch zu schminken. Beziehungsweise wir fahren ins Hotel zu der Therme. Morgen gehen wir in die Therme. Also dusche ich und schminke ich mich dann erst, bevor wir losfahren. Auf jeden Fall fahren wir jetzt kurz zum Marktkauf und jeder kauft für den anderen das Essen ein. Für heute Mittag und heute Abend gehen wir dann irgendwo essen. Mal schauen. Und yes. Ich freue mich schon voll auf die Therme, aber ich habe meine Tage. Nicht so der geile Mix, aber wird schon. So, wir fahren jetzt zum Marktkauf und Yannick schaut sich hier gerade noch was an, was hier steht. Und ich wurde gerade gelobt, Leute. Und ich fühle mich sehr verarscht, weil es einfach nicht so ist. Also ja, doch. Das war toll von dir. Er sagt so, ich bin stolz auf dich, du hast den Spülautomat ausgeräumt. Den Spülautomat. Was? Den Spülautomat. Was? Das heißt Spülmaschine. Das heißt Spülautomat. So, Yannick ist jetzt zum Supermarkt nebenan, weil er so meinte, er holt dort was, weil wir halt so wollten, dass wir nicht gegenseitig direkt sehen, was es gibt. Und ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht mal, was ich hier mache. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich habe jetzt was, und zwar Backkammerbär. Ich habe das früher so geliebt mit Preiselbeeren und er meinte, er glaubt, er mag das nicht. Und dann dachte ich, testen wir das heute mal aus. Leute, ich bin gerade ein bisschen sad. Ich habe gerade die Packung aufgemacht und das war eigentlich genau das, warum ich wollte, dass er es probiert. Und dann war es einfach. By the way, das ist übrigens nicht vegan, ich weiß, aber so bevor ich vegan wurde, habe ich es auch immer gegessen. Und da waren so Preiselbeeren drauf und ich dachte, die wären da auch mit dabei und ich habe da sogar wirklich noch drüber nachgedacht und dann dachte ich so, es wird schon dabei sein. Und jetzt ist es einfach nicht dabei. So frech, also wirklich. Jetzt muss er das halt mit Pflaumenmus probieren. Ich hoffe, dass es auch schmeckt, aber... Also erste Sache, hier, veganer Räucherlachs. Yannick probiert ihn jetzt mal. Der sagt immer, der schmeckt scheiße. Du kennst ihn nicht. Der sagt immer, der schmeckt scheiße, aber er hat ihn nie probiert, also. Ich mag auch Lachs so nicht so arg, also. Boah, das Video macht mir richtig Spaß. Also, hier. Du, ich esse ein Stück, aber nicht alles. Ja, ein Stück. Ja. Das ist ein Stück. Das ist ein ganzes. Gib mir, also ich esse das nicht ganz. Hier. Das kleinere. Nein, Schatz. Doch, Mann, jetzt muss ich das essen, Alter.
Es fühlt sich schon so glitschig an. Guck euch mal das an, das ist einfach. Das ist nicht geil. Wow. Oh. Absolut keine Empfehlung. So, es ist fertig und es sieht einfach schon richtig geil aus. Guck mal, wie da Käse rauskommt. Warte, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Seite das war. Hm, lol. Hier. Da fließt einfach so Käse raus, mein Gott. Und es sieht ein bisschen scheiße jetzt aus. Wie, aber, naja. Das ist ja gerade noch raten. Ja. Und was sind so deine Guesses? Sind das vegane Fischstäbchen? Was? Vom Geruch her habe ich gedacht, das riecht so wie Fischstäbchen. Magst du keine Fischstäbchen? Doch, ich liebe Fischstäbchen. Wie bist du denn dann da drauf gekommen? Ich weiß, das wäre ich gedacht, dann wärst du magnetisch, aber. Ja. Ich mache mal die Augen auf. Ja. Was ist das? Sind das Camembert? Ja. Das ist aber cool. Ich will halt mit Preiselbeeren. Da waren keine Preiselbeeren. Ist das nicht schlimm? Jetzt ist das Pflaumenmus. Da bin ich tatsächlich immer skeptisch, weil ich finde es nicht so geil. Also auch bei Kaffee. Ja, das ist aber, das gehört aber jetzt dazu. Ja, da war es auch mal gnädig, genauso wie ich für dich gnädig war. Ja. Mmh. Ja, gut. Kann man es auch mit Pflaumenmus essen. Mmh. Ja, schon. Gut. Ich glaube zumindest. Ach. Jetzt auf einmal ja, doch. Ich mache nochmal hier fürs Video mehr. Dann haben wir es ja keinen Pflaumenmus mehr. War schon interessant. Was? Interessant soweit mit Erdbeeren. Für meinen Vitaminhaushalt. Also ist nicht so schlimm. Mm-mm. Super. Ist gut. Ich dachte, ihr kriegt ja auch noch ein bisschen Vlog-like, ein paar Insights. Wir sind jetzt im Hotel in Konstanz. Sieht schön aus. Und jetzt machen wir hier mal die Tür auf, aber ich kriege die Karte hier gerade irgendwie nicht raus. Es sieht voll süß aus. Achtung, ich drehe euch mal. Das ist der Eingang. Hier ist einmal so wie so eine kleine Sitzecke. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Oha, voll schön. Man kann so hier so rausschauen. Richtig süß. Und dann ist hier das Bett. Hier ist so ein, weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Und hier ist das Badezimmer. Cute. Leute, wir wollten zu Juicery. Guess what? Ich glaube, so Bowling und wir, das ist einfach wirklich ein Fluch. Ja. Ein Fluch. Hat einfach jetzt hier seit neuestem zu irgendwie. Vollkommen komisch. Naja, dann schauen wir jetzt mal. Wir gehen erstmal zum Edeka und dann bestellen wir noch was. Also ich für dich, ja. Was Yannick für mich geplant hat. Ich glaube, er weiß es gerade selber noch nicht so genau. Fragen über Fragen. Yes. Yannick ist jetzt beim Edeka, ich bin beim Rewe. Und ich habe jetzt auch noch das, also ich bestelle jetzt noch was, aber ich kaufe jetzt hier auch erstmal noch ein paar Sachen ein für seinen Snack. Werdet ihr auf jeden Fall gleich sehen. Und also Yannick hat für mich Sachen eingekauft, keine Ahnung, was er gekauft hat. Auf jeden Fall, ich habe jetzt für ihn bei L'Osteria bestellt, er weiß es nämlich noch nicht. Und zwar das, es gibt gerade eine Veganuary-Aktion, das hat sich irgendwie voll geil angehört. Und es ist auch mit so veganem Hähnchen. Ja, können wir auf jeden Fall gleich abholen. So, ihr habt ja gerade schon gesehen, dass wir bestellt haben. Und ich habe ihm die Afri-Cola rausgesucht als Getränk. Ich weiß gar nicht, ob er die schon getrunken hat oder nicht. Auf jeden Fall ist es so eine Sugar-Free-Cola. Und er bringt gerade kurz sein Kaugummi weg und dann probieren wir das mal. Und wir müssen gerade noch auf die Sachen von L'Osteria warten, weil das so 20 Minuten dauert. I can try. Afri-Cola Zero aus der Dose. Hast du schon mal probiert? Zero glaube ich nicht, aber Afri-Cola kenne ich. Das finde ich koffeinreich, finde ich gut. Habe ich es gut ausgesucht? Ja, ich bin ein großer Fan von Afri-Cola. Schön. Uns gegenseitig diese Cracker rausgesucht. Jetzt haben wir zwei Packungen und können die zusammen probieren. Lustig. Auf jeden Fall, das ist eins der Dinge, die er für mich gekauft hat. So 50.000 zusammengewürfelte Sachen, weiß ich jetzt auch nicht, was er denkt, was ich heute Abend noch alles essen will. Aber seht ihr dann im anderen Video und das ist meine Auswahl gewesen. So, ihr steht jetzt provisorisch hier. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann umfallt. Ich hoffe nicht. Also. Ich will meine Hände. Einmal veganer Parmesan. Parmesan. Mhm. Geil. Und dann haben wir hier noch was. Das ist ein Nudelgericht. Oh, Jemini. Tropft es? Tropft? Nee, es tropft nicht. Darf ich es aufmachen oder willst du es aufmachen? Ich will es euch nämlich ganz gerne erstmal zeigen. Ich schau weg. Ja, dann mache ich es wieder zu danach.
sieht voll lecker aus. Guckt mal. Soll ich schauen? Ja. Sieht nice aus. Nudeln mit. Das ist veganes Hähnchen. Voll geil. Leider sind da doch Oliven drin gelandet. Eigentlich habe ich gesagt ohne. Mit so einer Tomaten-Basilikum-Soße und ja. Sieht lecker aus. Dankeschön. Wirklich? Ja. Lecker, dankeschön. Schatz, ich muss aber leider so ein Hähnchen probieren. Das schmeckt krass. Ich kenne die, das sind die, die auch auf der Pizza sind. So. Schatz, bitte, ich habe Hunger. Bitte. Ja. Was sagst du zu deinem heutigen Tag? Sehr gut. Gut zusammengestellt. Wirklich? Ja. So. Vor allem der Lachs, oder? Ja, der Lachs war das Highlight des Tages. Lieben wir. Haha. Ihr kriegt später noch ein Auto, aber wir essen es beide erstmal. Ah, ja. Ja, nicht verkehrt, ne? So, Nudeln. Sehr lecker. Der Käse ist auch gut. Schmeckt wirklich. Okay, gut, das freut mich, weil, ja. Das ist wirklich lecker. Okay, gut. Was ich für Yannick noch gekauft habe, sind Santa Shops. Oh, richtiges Throwback in die Kindheit. Und du musst jetzt 3 verschiedene probieren. 3 auf einmal? Erstmal die Cracker. Ja, stimmt, die Cracker haben wir uns ja gegenseitig geholt. Also wird die Frequenz jetzt in meinem und auch in Yannicks Video zu sehen sein. Wir probieren High-Protein-Cracker. Wohl. Die sind sehr geil. Meine. Ja, meine liegen da eh noch. Also. Die sind echt lecker. Willst du gleich die ganze Packung essen? Jetzt direkt danach so ein Center-Shock. Das sind die Sorten. Ja. Mach die Augen zu. Schatz! Ich schau nicht. Du bist so ein falscher Fünfer, ich glaub dir nicht. 1. Was ist das? 2. Ach ja. Du kaust die ja auch. Man soll die doch lutschen, dass es sauer ist. Nein, du musst drauf beißen, sonst kommst du rausgeschossen. Okay, weiter. Ja, aber das, was da rausgeschossen kommt, ist ja das, dass es nicht mehr sauer ist. Doch. Nein! Ich habe immer gekaut wie ein Kaugummi. Ja, aber dann ist es ja nicht mehr sauer. Das Außenrum ist sauer. Boah. Halleluja, ich bin richtig geschockt. Sag mir bitte, dass das Außenrum sauer ist. Natürlich ist es so. Ja, ja, innen drin ist der Geschmack. Ja, aber innen drin macht es ja dann, dass es nicht mehr so sauer ist. Ach so. Das macht ja gar keinen Sinn. Boah, okay. Naja, never mind. Morgen kommt das Outro. So, wir sind jetzt fertig mit der Therme und gehen jetzt auch nach Hause. Ich bin richtig blass. Ich habe irgendwie gerade voll die Kreislaufprobleme. Keine Ahnung, ob ich unterzuckert bin oder was auch immer. Aber ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Und das soll einfach nochmal der Reminder sein. Wenn ihr Probleme damit habt, dass ihr einfach zum Beispiel nicht unterschiedliche Sachen esst, lasst einfach mal einen Tag jemand anderen bestimmen und es ist einfach nicht schlimm. Also ich fand es auch nicht schlimm und es war völlig fein alles und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und ich hoffe generell, das Video hat euch gefallen. Der Teil von mir kommt dann auf jeden Fall nächste Woche und ja, wie gesagt, schönen Tag noch und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal.